Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Auf die Überholspur. Heute geht es um ein Thema, das bei der praktischen Prüfung immer wieder für Probleme sorgt, nämlich das Überholen. Wir schauen uns an, wie ein Überholvorgang ausschaut und am Ende erkläre ich dir, welche 7 Punkte oft dazu führen, dass wir bei der praktischen Prüfung ein negatives Ergebnis haben, wenn wir überholen müssen. Überholen ist wahrscheinlich der schwierigste Vorgang, den wir bei einer Fahrprüfung machen müssen. Wie schaut jetzt so ein Überholvorgang aus? Grundsätzlich einmal, das haben wir in der Fahrschule besprochen, müssen wir zuerst einen 3S-Blick machen. Wir müssen uns davon überzeugen, dass hinter uns kein anderes Fahrzeug uns überholt. Und ich bitte dich wirklich dazu bedenken, es ist derzeit wieder Motorradsaison, Beginn der Motorradsaison. Viele Biker sind unterwegs, die haben es immer eilig, die sind immer sehr schnell unterwegs. Und wenn man dann nicht rechtzeitig geschaut hat, ob hinten ein anderes Fahrzeug kommt, vielleicht auch der riskant überholt, das spielt überhaupt keine Rolle. Auch dann müssen wir uns davon überzeugen, dass hinter uns kein Fahrzeug kommt. Wir haben das jetzt bei Fahrstunden immer wieder gehabt, dass Motorradfahrer teilweise dumm, aber doch riskant überholen. Und wir haben einfach die Verantwortung und müssen darauf schauen, dass nichts passiert. Das heißt, wir müssen diesen berühmten 3S-Blick machen. Das nächste wäre, wir müssen den Blinker setzen. Auch logisch. Hier gibt es eine Regel, man sollte den Blinker rechtzeitig setzen. Nicht im letzten Moment, weil überleg dir einmal, wenn du den Blinker setzt und sofort rausfährst und hinten kommt vielleicht ein Auto, das du übersehen hast oder ein Motorradfahrer, der kann dir ja auch nicht mehr helfen. Und deswegen sollte man rechtzeitig blinken. Blinken heißt ja bitte nicht, und das ist ganz wichtig, ich fahre jetzt, sondern ich würde ganz gerne, wenn es möglich ist. Ja, wenn es nicht möglich ist, kann ich natürlich auch nicht rausfahren. Aber blinken heißt nicht, dass ich es tatsächlich mache. Manchmal ist es so, wenn man blinkt, dann helfen einem andere Autofahrer. Also blinken schadet in dem Fall nicht. Ich muss dann Abstände einschätzen. Und das ist ganz wichtig. Es gibt 3 Abstände, die ganz wichtig sind. Das erste wäre einmal die Überholsichtweite einschätzen. Das heißt, wie weit ist denn der Gegenverkehr noch weg? Oder habe ich genug Sichtweite, um überholen zu können? Die Formel hast du ausgerechnet, ich habe es dir hier nochmal eingeblendet. Wir müssen unsere Geschwindigkeit mal 3 nehmen, das wäre unser Überholweg, plus eben die 300 Meter für den Gegenverkehr. Dann hätten wir die Überholsichtweite. So viel muss ich zumindest sehen, um gefahrlos überholen zu können. Das zweite, was man sich überlegen muss, ist, kann ich mich vor dem zu überholenden Fahrzeug wieder einordnen? Weil es hilft nichts, wenn ich dann keinen Platz habe und es kommt ein Gegenverkehr und ich kann mich dort nicht wieder einordnen. Und vielleicht der wichtigste Abstand, den wir beachten müssen, ist der seitliche Sicherheitsabstand beim Überholen. Du weißt, wir haben es im Theoriekurs besprochen, bei mehrspurigen Fahrzeugen ist es mindestens 1 Meter. Es darf natürlich auch mehr sein. Mindestens ist immer nur eine Mindestangabe. Es darf natürlich auch mehr sein. Bei einspurigen Fahrzeugen, und das ist ganz wichtig, nach der letzten STVO-Novelle, auf Freilandstraßen zumindest 2 Meter. Jetzt muss man sich eines überlegen. Wenn ich jetzt bei einem Radfahrer zum Beispiel 2 Meter Sicherheitsabstand einhalte und es kommt mir ein Gegenverkehr, dann muss ich natürlich auch zum Gegenverkehr noch den Sicherheitsabstand einhalten. Gerade wenn du Motorradprüfung machst, du hättest einen Radfahrer zum Überholen, ja, trotzdem kommt Gegenverkehr, dann denk dran, okay, zum Radfahrer könnte ich die 2 Meter einhalten, aber kann ich auch den Abstand zum entgegenkommenden Fahrzeug einhalten? Und in dem Fall ist unser Tipp immer, wenn Gegenverkehr ist, wurscht, was wir überholen oder überholen möchten, wir überholen einfach nicht. Das nächste, was wir machen müssen, ist einmal beschleunigen. Du weißt, auf Straßen mit Gegenverkehr muss man zumindest 20 km/h schneller fahren als das Fahrzeug, das wir überholen wollen. Wenn das Fahrzeug vor uns mit 60 fährt, dann müssen wir auf Freilandstraßen in Österreich zumindest 80 km/h fahren. Im Ortsgebiet netto. Ja, wenn ein Fahrzeug, ein Radfahrer zum Beispiel mit 20 km/h fährt, dann müssen wir mit mindestens 40 km/h überholen. Wenn wir diesen Geschwindigkeitsunterschied nicht herstellen können oder wollen, dann dürfen wir auch nicht überholen. Wir bewegen uns dann an dem Fahrzeug vorbei und dann ist immer die Frage, wann ordnen wir uns wieder rechts ein? Naja, und da gibt es eine einfache Regel. Wenn wir das Fahrzeug im Innenspiegel sehen, dann haben wir genug Abstand zu dem Fahrzeug, das wir überholt haben und können uns wieder schön einordnen. Bitte denk auch daran, der Prüfer sieht deine Augen im Innenspiegel. Ja, also er sieht, ob du in den Spiegel reingeschaut hast. Wenn er deine Augen nicht sieht, dann hast du den Spiegel verkehrt eingestellt. Also da muss man einfach ein bisschen aufpassen, dass man sich, bevor man losfährt, den Spiegel ordentlich einstellt.
Und dann, wenn man den Überholvorgang fertig hat, dann sollte man natürlich zügig weiterfahren. Weil es hilft nichts, wenn ich jetzt überholt habe und dann runterbremse, dann war der Überholvorgang eigentlich sinnlos. Was kann jetzt bei der Prüfung daneben gehen, dass man beim Überholen mit dem Prüfer Probleme hat? Die erste Frage, die wir immer wieder gestellt bekommen, ist, muss man eigentlich bei der Prüfung überholen? Und das ist eine ganz, ganz schwere Frage, weil man sollte natürlich, wenn es möglich ist, überholen. Nehmen wir an, ein Traktor fährt vor uns sehr langsam, wir hätten mehrere Möglichkeiten zu überholen. Wir tun es nicht, weil wir sagen, okay, sicher ist sicher, wir bleiben lieber dahinter. Dann könnte das der Prüfer negativ auslegen. Also wenn es die Möglichkeit gibt zu überholen, dann sollten wir schon überholen. Wenn es irgendwie riskant ist, dann bitte lieber nicht überholen. Also auch wenn der Prüfer sagt, zum Beispiel, es gibt ihm oft die Ansage, wenn Sie eine Möglichkeit sehen, überholen Sie. Ja, wenn ich eine Möglichkeit sehe. Wenn ich die nicht sehe, bitte nicht überholen. Vor allem nicht riskant überholen. Du kannst bei der Prüfung auch gerne dem Prüfer sagen, warum du nicht überholst. Man kann auch rücksagen, ich sehe die Überholsichtweite, reicht nicht aus. Oder ich kann den Abstand nicht einhalten, deshalb überhole ich jetzt nicht. Also man kann ruhig dem Prüfer erklären, warum man jetzt zum Beispiel nicht überholt. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, dann sollten wir überholen. Das Zweite, was oft passiert bei der Prüfung, ist, dass wir zu knapp auf das Fahrzeug auffahren, bevor wir überholen. Überlege mal, wir haben einen LKW vor uns oder einen Traktor. Wenn wir zu knapp auf dieses Fahrzeug auffahren, dann haben wir eine schlechte Sicht nach vorne. Das heißt, wir müssen relativ weit nach links fahren, um überhaupt nach vorne zu sehen, ob ein Auto entgegenkommt. Das heißt, gerade bei Traktoren oder im LKW-Bussen ist es oft gescheiter, ein bisschen mehr Abstand einzuhalten, wenn wir nicht überholen können, weil wir uns dann leichter tun, auf der Seite vorbeizuschauen, um eben eine Möglichkeit zum Überholen zu sehen. Das Gleiche wäre, und das passiert uns auch bei der Prüfung, wenn wir nicht überholen können oder wollen. Ja, manchmal ist es so auf der Autobahn, wenn der Prüfer sagt, wir nehmen die nächste Ausfahrt, es fährt vor uns ein LKW, dann ist es oft nicht möglich, den noch zu überholen. Auch dann müssen wir genügend Abstand haben. Es gibt diese Mindestabstände, die habe ich dir eingeblendet. Ja, es darf natürlich auch mehr sein, aber diese Mindestabstände muss man unbedingt einhalten. Ein großes Problem beim Überholen ist das zu geringe Beschleunigen. Denk dran, das ist wieder eine technische Geschichte, je niedriger der Gang, desto mehr Kraft hast du und desto schneller kannst du beschleunigen. Das heißt, es wäre vielleicht bei einem Überholvorgang sinnvoll, vorher einen Gang zurückzuschalten. Wenn du in der vierten fährst, Freilandstraße 60 km/h, schalte auf die dritte zurück, dann hast du mehr Kraft, beschleunige ordentlich, eben um diesen Geschwindigkeitsunterschied herzustellen und dann kannst du ja wieder hochschalten. Hochschalten vielleicht auch nicht während des Überholvorgangs. Ordentlich Gas geben, sich vorne einordnen und dann natürlich wieder hochschalten. Wenn du ein Automatikauto fährst, du weißt, wenn du das Gaspedal ganz bis zur Bodenplatte durchtrittst, hast du diesen berühmten Kickdown, das Auto schaltet automatisch ein, zwei Gänge zurück. Wenn man die Entscheidung getroffen hat zu überholen, dann bitte ordentlich beschleunigen. Wir müssen mindestens 20 km/h schneller sein. Denk auch dran, es heißt mindestens, du darfst natürlich auch 30, 40 km/h zum Beispiel bei einem Traktor schneller sein. Nach oben hin gibt es nur das allgemeine Geschwindigkeitslimit. Was von unseren Prüfern auch immer wieder kritisiert wird, das haben wir schon beim Überholvorgang angesprochen, ist, wenn man den Seitenabstand nicht einhaltet. Denk bitte dran, einspurige mindestens 2 Meter im Freiland. Ganz, ganz wichtig in Österreich und das führt automatisch zu einem negativen Prüfungsergebnis, wenn man ein Überholverbot missachtet. Wenn du in der Probezeit zum Beispiel ein Überholverbot missachtest und du wirst von der Polizei erwischt, dann müsstest du zur Nachschulung gehen. Wenn man so etwas bei der Prüfung anstellt, also sprich ein Überholverbot missachtet, dann ist die Prüfung definitiv nicht bestanden. Es gibt Überholverbote, die arrivierte Autofahrer oft nicht beachten. Zum Beispiel das Überholen über eine Sperrlinie. Ja, wenn eine Sperrlinie da ist, egal was für ein Fahrzeug vor dir fährt, du darfst nicht über eine Sperrlinie überholen. Überholen am Schutzweg. Absolutes Überholverbot in Österreich. Interessiert viele Autofahrer auch nicht. Also auch wenn es deine Eltern machen, bitte bei der Prüfung auf keinen Fall darfst du das selber machen. Überholen auf einer Eisenbahnkreuzung. Auch hier gilt ein absolutes Überholverbot. Oder natürlich, wenn du die Überholsichtweite nicht hast, den Geschwindigkeitsunterschied nicht herstellen kannst. Ja, auch in diesen Fällen darfst du auf keinen Fall überholen. Dass man natürlich im Bereich des Verkehrszeichens Überholen verboten nicht überholen darf,
ist irgendwie logisch. Einspurige dürfte man in diesem Bereich natürlich überholen, das weißt du ja. Was auch immer wieder bei der Prüfung passiert ist, dass wenn wir einen Überholvorgang gemacht haben, wenn wir also fertig sind, dass wir uns zu knapp vor diesem überholten Fahrzeug wieder einordnen. Bitte denk nochmal dran, wenn du das Fahrzeug nicht im Innenspiegel siehst, dann ist der Abstand nicht groß genug, dann muss man eben noch ein bisschen auf der anderen Spur bleiben und eventuell noch ein bisschen beschleunigen. Ein wichtiger Punkt, und sollte so dein Credo fürs Autofahrerleben sein, wenn du dir nicht sicher bist, lieber nicht überholen. Nimm kein hohes Risiko beim Überholen, das kann gefährlich werden, gerade auch bei einer Führerscheinprüfung. Wir sehen das sehr oft bei den Motorradprüfungen, dass die Kandidaten dann zu riskant überholen, vielleicht in unübersichtliche Kurven rein. Das wäre ein ganz, ganz schwerer Fehler, den man bei der Prüfung macht. Abgesehen davon, dass natürlich was passieren kann, aber das sehen unsere Prüfer überhaupt nicht gern. Wichtig ist, wenn es nicht geht, auch wenn ein langsames Fahrzeug vor uns fährt, lieber hinten nachfahren, bevor man zu hohes Risiko nimmt, damit eben bei der Prüfung nichts passiert. Die heutige Frage kam vom Martin, der eben bei der Prüfung durchgefallen ist, weil er auf einem Schutzweg überholt hat. Und der Prüfer hat das natürlich als negativ bewertet. Und er hat wissen wollen, warum man das nicht darf. Wie gesagt, gilt ein absolutes Überholverbot. Wenn auch du Fragen hast, schick sie uns an fragen@alpenland.co.at oder schick uns eine WhatsApp an 0677 640 29700. Wenn dir diese Videos gefallen, kannst du uns unterstützen, indem du uns ein Like da lässt, einen Kommentar oder den Kanal abonnierst. Wir freuen uns schon wieder auf nächste Woche, wenn es wieder heißt auf die Überholspur. Bis dahin, schön rechts fahren.